Falls du jetzt für das neue Winter-DLC noch Geld in GTA brauchst, dann schau ganz kurz bei JG Gaming vorbei, weil dort kann sich jeder von euch einfach raussuchen, wie viel Millionen Dollar er sofort haben will. Und das Beste mit dem Code VENOM10 auf alles 10% Rabatt. Also check den ersten Link unter dem Video in der Beschreibung ab, falls ihr Geld fürs neue Update braucht. Das Ende von GTA Online steht bevor. Hört sich krass an und ist es auch. Warum das so ist, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Falls du neu bist, bleib doch gerne dabei mit einem Abo. Mach die Glocke an, wenn du Lust hast, gerne ein Like da lassen. Und jetzt starten wir auch schon rein in die heutige Info. Wie immer geht noch ein Gruß raus an die Community und zwar an Jack Schattenberg. Er hat in dem letzten Video kommentiert, du bist der Beste, mach weiter so gute Videos. Jack, danke dir für deinen Kommentar. Gruß geht raus an dich. Ja Freunde, es geht um das Ende von GTA Online. Das ist ein Thema, was uns jetzt schon einige Wochen und auch Monate beschäftigt. Vor allem ja, seitdem eben GTA Remastered für die neuen Konsolen rausgekommen ist. Seitdem ist eben GTA Remastered, also GTA Expanded and Enhanced, für die PS5 und die neue Xbox gibt, hat man einfach gemerkt, dass Rockstar Games den Fokus ganz klar darauf legt. Also es gibt mehr Content, bessere Updates und so weiter und so fort. Also alles ist besser für die neuen Versionen. Also für die Version auf der PS5 und auf der Xbox. Aktuell war es noch so, dass für die PS4-Version und für die Xbox One-Version und auch für die PC-Version die Updates auch noch da waren. Aber das ist alles immer kleiner ausgefallen, weil wie gesagt, der Fokus einfach auf der Version der neuen Konsolen lag. Dementsprechend kam halt in den letzten Wochen und auch in den letzten Monaten immer wieder dasselbe Thema und dieselbe Frage auf. Und zwar wollen die Leute wissen oder überlegen sich, wie lange gibt es denn dann überhaupt noch Updates für die alte Version? Also wie lange werden wir auf der PS4 und auch auf der Xbox mit Updates noch versorgt? Und auf diese Frage gibt es jetzt tatsächlich eine Antwort. Und zwar von dem besten Leaker oder dem vertrauenswürdigsten Leaker in GTA, das ist nämlich Test2. Genau das wurde nämlich Test2 gefragt, also er wurde von einem Zuschauer gefragt, wie lange werden wir noch auf den alten Konsolen mit Updates versorgt, und er hat dann darauf eine Antwort geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, seitdem wir wissen, dass GTA Remastered auch für den PC rauskommen wird, hat sich alles bezüglich der Frage verändert. Sobald die GTA Remastered Version auch auf dem PC verfügbar ist, heißt das, dass alle Konsolen eben GTA Remastered haben und somit alle Konsolen auch GTA Plus haben. Mit alle Konsolen meint er natürlich die neuen Konsolen, also PS5 und die neue Xbox und dann eben auch der PC. Weiterhin schreibt er, sobald das passiert, also sobald eben GTA Remastered für den PC draußen ist, gibt es keinen Grund für Rockstar Games, warum sie für die alten Konsolen, also für die Konsolen, die noch kein GTA Plus haben, überhaupt noch Updates machen sollten. Nochmal zusammengefasst, Test2 ist der Meinung, wenn GTA Remastered auch für den PC demnächst dann irgendwann erscheint, dann wird es vermutlich keine Updates mehr für die alten Konsolen geben. Ich habe mich relativ lange informiert, konnte aber kein genaues Datum und auch keinen Monat finden, wo das eben angekündigt wird. Also es gibt noch keine Information, wann GTA Remastered auf dem PC erscheinen soll. Es gibt nur die Information, dass es zu 99% kommen wird. Denn es wurden bereits eben auf der PC-Version sozusagen Files, also Hintergrunddaten für diese Version gefunden. Das heißt, es wird irgendwann kommen, aber wann das sein wird, weiß man noch nicht. Zudem muss man aber auch sagen, es ist ja nicht offiziell bestätigt. Also Rockstar Games hat nirgendwo gepostet von wegen, yo Leute, wenn wir GTA Remastered für den PC rausbringen, heißt es, dass für die alte Konsole keine Updates mehr kommen. Das haben sie nicht gepostet, aber die Info kommt von Test2. Und wer sich in GTA ein bisschen auskennt, der wird auch Test2 kennen. Und der wird auch wissen, dass Test2 ein Leaker ist, der eigentlich zu 99,9% eigentlich in allem Recht hat. Also wenn Test2 sagt, dass das so ist, dass dann eben mit der PC-Version, mit der Remaster-Version auf dem PC keine Updates mehr für die alten Konsolen kommen, dann sollte und kann man dem auf jeden Fall schon Glauben schenken. Und genau dieser Tag, wenn das dann eben rauskommt, der würde dann eben das Ende für GTA Online bedeuten. Erstens für die alten Konsolen, meiner Meinung nach, aber auch generell für GTA Online. Das Ding ist einfach, dass über die Hälfte aller GTA Online-Spieler GTA Online auf der alten Konsole zocken. Also nach wie vor haben die wenigsten Leute zum Beispiel eine PS5. Das heißt, alle Leute, die aktuell GTA Online auf der PS4 zocken oder auf der Xbox One, die würden dann in diesem Moment einfach sozusagen das Spiel verlassen und nicht mehr GTA Online spielen. Das heißt, die Spielerzahlen in GTA Online werden extrem sinken. So viele Spieler werden kein GTA Online mehr zocken. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Leute, die einfach sagen, yo, dann kauft ihr doch eine neue Konsole. Freunde, es ist nach wie vor nicht einfach, an eine neue Konsole zu kommen. Also die neue Xbox, okay, die ist anscheinend verfügbar, aber die PS5 nicht.
Das heißt, wenn man jetzt gerade eine PS5 haben will, muss man entweder extrem viel Geld in die Hand nehmen, um einfach irgendwo eine gebrauchte PS5 überteuert zu kaufen, oder man lässt es. Es gibt für den normalen Preis aktuell nach wie vor keine PS5 und deswegen ist es auch für so viele nicht möglich, eine neue Konsole zu bekommen. Ich finde es ehrlich gesagt schade und jetzt müssen wir halt schauen und abwarten, ob das wirklich passiert. Wie gesagt, wann die PC-Version, also die GTA Remaster-Version für den PC erscheint, ist nicht bekannt. Kann sein, dass das Ganze schon in diesem Jahr noch passiert, kann auch sein, dass es noch dauert. Wir müssen einfach abwarten. Schreib du mir jetzt gerne mal in die Kommentare, auf welcher Konsole du aktuell noch zockst, damit wir mal so einen kleinen Überblick haben, wer schon alles auf den neuen Konsolen unterwegs ist und wer noch auf der alten Konsole zockt oder wer eben auf dem PC zockt. Und auch gerne deine ganz ehrliche Meinung. Was hältst du davon, dass Rockstar Games jetzt schon sozusagen die Updates für die alten Konsolenspieler abstellen will? Das soll es gewesen sein. Wenn es informativ war, lass ein Like da, bleib gerne dabei mit einem Abo, mach die Glocke an, ich bin raus. Euch noch einen wunderschönen Tag, Freunde. Macht's gut. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao.